So. Wir werden da jetzt auf jeden Fall nicht diese Ausfahrt nehmen. Oh ja, die hätten wir eh nehmen können. Wir hätten gerade weiterfahren können, ich dreh durch. Ich wusste nicht warum auf einmal da. Warum hier rein? Wie unnötig sind wir jetzt. Na? Wir hätten da einfach weiterfahren können. Stau bei der Grenze. Verlass dich nicht rein. Wahnsinn. So. Sind direkt von Deutschland in die Schweiz? Oder dann doch einen anderen Weg genommen? Antwort. Was für mich völlig okay ist. So, ist Witze. Muss mal noch die ganze Schweiz durchqueren. Gerne fliegt auf der anderen Seite. Jetzt auch nur auf einer Spur zusammen. Hey, was ist da in der Schweiz los? So. Nächstes Ziel Genf. Das ist wieder mal ein Tunnel.
Die haben also wirklich Mini-Autobahnen, ne? Die haben gar nicht zwei Spuren. Viel einspurig, das heißt, da ist viel Wechsel angesagt. So. Jetzt da einfach mal wieder rüber, dass der nächste vorbeifahren kann. Oder geht's gleich wieder? Na, da ein bisschen Überbreite vor uns. Ja, was er transportiert, da ist das ein Bagger. Aber ein breiter Traktor. Was sagen? Oh, Holland? Ketten. Da vorne ist schon Bären. Unser Weg ist nicht mehr so weit entfernt. Geneva. Jetzt haben die zwei Spuren noch einmal. Tut mir leid, wollte ich da nicht so aussperren. Zu 26. 2 Stunden ist Ankunft, 140 Kilometer noch. Sind wir in Genf. Der ersten Fahrt mit unserem eigenen Auflieger, gleich 1000 Kilometer zurückgelegt, gleich einen Unfall gehabt. Schön. Kann man sich noch vorstellen, da bei der ersten Fahrt mit dem eigenen Anhänger. Adios, amore. Wir fahren hier auf der Autobahn in der Schweiz. So, fahren wir mal in Rio 242, Genève 111, Lausanne 23. Kurze Baustelle. Gehen wir schlafen dort vorne. Meine Zeit schaut gut aus. Stunden Restzeit. Und kurz vor Genf. Und sagen. Das ist halt Zwischenstopp nicht so schlecht einmal, oder?
Kreditrate bezahlt. Ja, wir kommen auf jeden Fall pünktlich an. Reden. Das sind 89 Kilometer. Spannend. Wenn wir uns mal umschauen in Genf, ob es da eine Reparatur gibt. Dann auch gleich alles reparieren lassen. Und unbedingt einen Fahrer anstellen. Ups, ein bisschen rauskommen. Ich glaube, das da vorne ist schon Genf. Wo man erwischt. Kurz vom Ziel. Oh je. Da brennt was. Hinten dampft das. Ah, es brennt. Brennt schon. So, Geneve. Ausfahrt hier vorne. Mal schauen, ob man diese Ausfahrten so besser erkennt. So, es geht in die schöne Stadt Genf. Davon halt in Genf. Nachdem wir noch genug Zeit haben, mache ich da jetzt eine Ehrenrunde in Genf. Ich würde gerne wissen, was da alles gibt in Genf. Ein gelbes Auto.
So eine Arbeitsagentur haben wir hier. Mercedes-Händler, das ist gut. Werde grün. Jetzt. Sofort. Und die Reparaturdings. Auf jeden Fall auch hinfahren. Low Speed. So, das passt. Bisschen ausgezeichnet, 1074 Kilometer gefahren. Für den Erfahrungsbonus, für ich 30. Nehmen wir gleich den nächsten und dann noch die nächste Stufe. Genau, mal gut, ob es jetzt bei 22.000. Wir gehen gleich in die andere Tour. Den nehmen wir gleich. Dann wollen wir auch gleich am Fahrermanager gehen. Und der Pedro, der holt uns schon 2000 pro Tag. Das ist ganz schön stark. Dann werden wir auf die Bank gehen. Dann den einmal zurückzahlen. Dann haben wir nochmal 8600 pro Tag. Dann wollen wir schauen, wie wir jetzt weitermachen. Wahrscheinlich werden wir reparieren gehen. Vielleicht ein Stream machen. Und dann sehen wir uns, wenn wir den neuen Auftrag annehmen.